Herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Play Karrieremodus. Wir sind beim zweiten Freundschaftsspiel stehen geblieben. Fangen gleich natürlich an. Ich spiele mal mit den Auswärtstrikots gegen Heimtrikots. Ich werde es jetzt mal so machen, dass wir auf Profi spielen. Und ja, genau. Das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Im Freundschaftsspiel kann man ja ein bisschen austesten. Also mal schauen. Gut, ich werde es jetzt mal einfach überspringen, weil, ja, keine Ahnung. So. Erstmal ein bisschen breitsinnig spielen. Neo Profi setzen sie auf jeden Fall härter nach. Warum mit links, Schweine? Unglaublich. So. Und Flanke. Ah, schade. Hat er versucht anzutäuschen, hat aber nicht so gut geklappt. Warum? Ey, ich kann, wie oft ich will, zweimal drücken, damit er halbhohe Flanke macht und die eigentlich auch kürzer kommt. Und er macht sie trotzdem zum zweiten Pfosten. Foul. Ja, genau. Komm jetzt Konter. Oben läuft Robben. Kommt sie an, Junge. Ja, und jetzt rüberlegen, wenn noch einer dabei ist. Nein. Haha. Scheiße. Wollte ich mal schön machen. Aber es war dann doch zu viel. Boateng steht. Komm jetzt, Ribéry. Und Robben ist noch dabei. Ja, rüber. Ja, genial. Genial. Schönes Ding, ey. Schön, schön, schön. Das haben sie gut gemacht. Zack, legt er ihn am Torwart vorbei und dann um den Spieler herum geschnibbelt. Komm, lauf mit. Ja. Ja. Da ist der FC Bayern wieder. Hey. Haha. Scheiße. Komm, 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 haben wir noch. Boateng, okay. Versuchen wir mal so hoch zu legen. Oh. Ja, komm vor mich. Schön. Lass mal Freistoß. Die Frage ist jetzt, mit wem schieße ich? Mit Robben? Ribéry? Schweini? Wo ist eigentlich Robben? Ah, da. Ja, komm, nimm mal Robben. Zack. Baum! Und wieder ein Freistoß zum Meer. Flach unten in die Ecke. Zack.
Wenn er was kann, dann sind es Freistöße. Lel, sagt mir auch irgendwas. Ich glaube, der war in der deutschen Liga. Diese Ballmitnahme, herrlich. Aber Götze ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu passiv in dem Game hier. So, halbe Zeit. 2-0, ne? Schalke, okay. 2-0, genau. Ich ändere jetzt mal meine Formation nicht. Ich spiele mal einfach durch mit der. Ja. Und ich spiele auch nicht. Also lasse ich alles so wie gehabt. Oder ich versuche mal wirklich Götze auf den Flügel zu packen. Ob er da mehr bringt, weiß ich nicht. Muss mal schauen. Wobei ich eigentlich eher der Fan bin, wenn er in der Mitte spielt, weil er gut die Bälle verteilt. So, jetzt kommt er mit. Ah, schade, schade. Hä? Warum für die? Muss man nicht verstehen, oder? Also Dante, der liefert da echt geniale Arbeit. Komm mal rüber, Rizian. Rizian. Ach, scheiße. War kein guter Pass. Oh, jetzt hat er mich gelinkt. Komm, Neuer. Hast du ihn? Oh mein... Achso, er hat ihn. Cool. Ich dachte jetzt eigentlich irgendwie, der wäre wieder so FIFA-like abgefälscht worden und so. Oh, jetzt ist er wieder weg. Komm schon rüberlegen. Ja, Götze! Oh mein Gott, schade, schade, schade. Aber es war wirklich schön gespielt zusammen. Hätte vielleicht den rechten Schlappen nehmen müssen. Wäre jetzt nicht so tragisch. Also ich spreche es gerne nochmal an, falls ihr euch einen Spieler wünscht, der beim FC Bayern gut reinpasst und den mein Budget nicht... Budget nicht sprengt, der mein Budget nicht sprengt, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich versuche mir den zu holen, falls er noch auf der Transfersliste ist oder der Verein ihn halt abgeben möchte für eine bestimmte Summe. Schauen wir mal, was sich einrichten lässt. Geile Flanke. Aber mein Zug ist scheitert. Leider. Zum Kopfball. Das ist eine seiner großen Stärken. Das sollte der Gegner doch wissen. Ja, wissen tun sie es vielleicht auch, aber sie können es einfach nicht verhindern. Da müssen sie dichter am Mann sein. Götze? Okay, das habe ich jetzt gerade gar nicht gedrückt, aber naja. War schon nicht schlecht. Er strauchelt, er wankt, aber er geht nicht zu Boden. Ribéry. Jetzt zieht er an, der Junge. Scheiße, ich wollte an ihm rumzerren. Schön, Neuer steht wie die berühmte Festung. Ach, komm rein, 16 geht. Martinez kommt rein, Thiago geht. Haha, wird's geschissen. Hä? Neuer hat ihn? Okay. Das ist die Möglichkeit.
Ach, scheiße. Wieder ein 2:0, aber diesmal gegen Profi. Komm, Götze. Ah, mit dem kann ich noch nicht so wirklich gut skillen. Ich weiß gar nicht, was für Sterne der Anzahl der hat. Ich schätze mal 3 oder so. Komm, Neuer! Ja! Was macht Thiago da vorne? Boah, Mandzukic! Alter, das für eine geile Flanke, Mann. Und dann kommt sowas aber raus. Oh, die Transfersliste. Nein, Spaß. Aber trotzdem kann man mal reinmachen. Komm, ein Konter geht noch. Oder auch nicht. Gut, gut, 2:0 wieder mal. Diesmal das Räumenspiel des Tages. Hat er sich auch verdient. 2 Tore. Hat gepasst. Transfersanfall von Luis Gustavo. Ich überlege echt gerade, den zu verkaufen, weil wir haben ja noch 2. Thiago. Javi Martinez. Oh, weil dann hätte ich wieder 65. Könnte ich mir vielleicht einen besseren holen. Nee, komm. Wir haben gesagt, wir behalten den Kader, ich behalte den. Wo wer mein Fan ist, ist wirklich El Shaarawy, weil der hat ein gutes, sehr großes Potenzial. Der steht dann wirklich auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Muss mal schauen, wie viel kostet der überhaupt. So, 19 Jahre, 10 Millionen. Die Frage ist, wenn ich bis zur nächsten Saison warte, wie viel er dann kostet, wisst ihr? Ja, auch schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr für ein Spiel haben möchtet. Und dann versuche ich das einfach zu machen. Und dann war es eigentlich das hier auch mit der 3. Folge. Und ich verabschiede mich hier mit bis morgen. Haut rein.